Unschuldige? Soll das vielleicht ein Witz sein? Ein fettleibiger, ekliger Mann, der kaum in der Lage gewesen ist, aufrecht zu gehen, den Sie mit Ihren Freunden verspottet hätten, wenn Sie ihm auf der Straße begegnet wären. Ein Mann, bei dessen Anblick Sie keinen Bissen runtergekriegt hätten, wenn Sie ihn in einem Restaurant getroffen hätten. Und nach ihm habe ich mir den Anwalt vorgenommen. Und insgeheim hätten Sie mir eigentlich dankbar sein müssen. Dieser Mann hat seinen Lebensunterhalt mit nichts weiter verdient als mit Lügen. Und zwar mit jedem Atemzug, den er gemacht hat. Er verschaffte Mördern und Vergewaltigern die unverdiente Freiheit. Mördern? Eine Frau. Mördern schon, so wie sie... Da war eine Frau, die innerlich so hässlich war, dass sie nicht bereit war, weiterzuleben, wenn sie nicht wenigstens äußerlich schön sein konnte. Und dann ein Drogendealer, der außerdem Päderast gewesen ist. Ach ja, und vergessen wir nicht die Krankheit verbreitende Hure. Nur in einer Scheißwelt wie dieser können Sie so tun, als seien Sie unschuldig, ohne dabei auch nur eine Miene zu verziehen. Aber genau darum geht's. Überall, an jeder Straßenecke sehen wir Todsünden. In jeder Wohnung. Und wir nehmen es hin. Wir tolerieren es, weil es schon zur Gewohnheit geworden ist. Es ist trivial. Wir tolerieren es morgens, mittags und nachts. Nun, ab jetzt nicht mehr. Wissen Sie, was mir durch den Kopf gegangen ist? Ich habe heute über diese Straßengangs in Los Angeles nachgedacht, die Crips und die Bloods. Und ich habe über die ganzen neuen Gesetze nachgedacht. In den 80ern war das, glaube ich, um diese Straßengangs zu bekämpfen, die Crips und die Bloods. Und wenn ich mich nicht täusche, haben diese neuen Gesetze Folgendes besagt. Wenn man in einer Gang ist und mit denen zu tun hat und nachts auf der Straße, ohne dass man davon weiß, ballert einer von deinen Crips oder Platzfreunden um sich oder sticht jemanden ab, dass man dann auch, wenn man nichts davon weiß, auch wenn man vielleicht nur an der Straßenecke stand und sich um seinen eigenen Kram gekümmert hat. Ich glaube, die neuen Gesetze haben besagt, dass man trotzdem schuldig ist. Man ist trotzdem schuldig, weil man sich den Crips und den Platz angeschlossen hat. Und dabei fiel mir auf, Pater. Die Situation ist fast genauso wie bei euch Kirchenbrüdern, oder? Ihr habt eure Farben und euer Clubhaus. Ihr seid in Ermangelung eines besseren Wortes eine Gang. Und wenn sie oben sind, eine Pfeife rauchen und in ihrer Bibel lesen, während einer von ihren Gangkumpels unten seelenruhig einen Ministranten fickt, Pater, dann sind sie auch schuldig wie die Crips und die Bloods. Vollkommen klar. Weil sie in der Gang sind, Mann. Mir egal, ob sie keinen Scheiß gemacht, keinen Scheiß gesehen, keinen Scheiß gehört haben. Wenn sie in der Gang sind, sind sie schuldig, Pater. Und wenn jemand ein Ministrantenficker oder was auch immer für ein Kinderficker ist, denn ich weiß, ihr nehmt es alle ja nicht so genau, dann hat er das Recht verwirkt, in mein Haus zu kommen und irgendwas zu sagen über mich, über mein Leben, über meine Tochter oder über meine Billboards. Vielleicht trinken Sie einfach Ihren Tee aus, Pater, und dann verpissen Sie sich aus meiner Küche. Trotzdem danke, dass Sie bei uns waren, Pater. Warum meinen Sie, sollte ich für den Nationalen Sicherheitsdienst arbeiten? Nun, Sie wären mit höchst brisanten Projekten betraut und hätten mit Technologien zu tun, die Sie nirgendwo anders zu sehen bekämen, da Sie von uns selbst als streng geheim eingestuft wurden. Superstring-Theorie, Funktionalanalysis, deterministische Chaosforschung... Codes knacken. Das ist nur ein Bereich unserer Tätigkeit. Ach, kommen Sie, das ist doch das, was Sie hier machen. Über 80% der nationalen Geheimdienstarbeit. Der Laden ist doch 7-mal größer als der CIA. Wir hängen das nicht so gern an die große Glocke. Aber Sie haben völlig recht. Also, wie ich das sehe, stellt sich nicht die Frage, warum sollten Sie für den NSA arbeiten? Die Frage lautet, warum sollten Sie nicht? Warum ich nicht für den NSA arbeiten soll? Das ist gar nicht so einfach. Ich versuch's trotzdem mal. Angenommen, ich bin beim NSA und eines Tages legen Sie mir einen Code auf den Tisch, den nur ich knacken kann. Ich nehme das Ding vor und knack ihn auch. Ich bin zufrieden mit mir, weil ich meinen Job gut gemacht habe. Aber der Code war der Standort von irgendeiner Rebellenarmee in Nordafrika oder im Iran. Wir schicken sofort Soldaten hin mit dem Auftrag, das Dorf zu bombardieren. Und 1500 Männer und Frauen, die ich überhaupt nicht kenne, werden schnell mal umgelegt.
Dann kommen die Politiker und sagen, schick die Marines dahin, die Gegend sichern. Denen ist das egal. Ihre verfluchten Söhne werden ja nicht da draußen irgendwo im Busch abgeknallt. Und sie selbst müssen nur zur Nationalgarde. Dann bekommt ein Typ aus Southend einen Granatsplitter in den Arsch. Er darf nach Hause und stellt fest, dass die Fabrik, in der er gearbeitet hat, in genau das Land exportiert worden ist. Und dem den Arsch weggeschossen hat, hat jetzt seinen Job, weil er schon für 15 lausige Cent am Tag arbeitet. Plötzlich begreift er, dass man ihn bloß rübergeschickt hat, um da die Machtverhältnisse so zu verändern, dass wir günstig an Öl rankommen. Die Ölgesellschaften haben sich natürlich die Hektik da drüben zunutze gemacht und die Ölpreise bei uns sofort nach oben korrigiert. Aber davon hat mein Kumpel ja nun absolut nichts. Doch das Öl wollen die erstmal gar nicht, also heuert man als Kapitän einen Alkoholiker an, der mir auf Schnaps steht und völlig besoffen die Eisberge umschifft. Er rammt ein, das verdammte Öl läuft aus und vernichtet alles Leben im Nordatlantik. Mein Kumpel ist arbeitslos und kann es sich nicht leisten, mit dem Auto zu Vorstellungsgesprächen zu fahren. Macht sich echt scheiße, so ein Granatsplitter am Arsch. Und er muss hungern, denn jedes Mal, wenn er was zu beißen aufgetrieben hat, haben die nur so einen scheiß verseuchten Fisch aus dem Nordatlantik. Was ich davon halte? Ich warte lieber auf was Besseres. Wo ich schon mal dabei bin, wieso erschieße ich nicht meinen Kumpel? Verschenk seinen Job, bombardier ein Dorf, erschlag ein Seelöwenbaby, zieh mir mal schnell einen Joint rein und werde Mitglied in der Nationalgarde. Zum Präsidenten würde es reichen. Vergesst uns nicht. Einen einfacheren Befehl kann ein König nicht geben. Vergesst nicht, warum wir gestorben sind. Er wünschte weder Huldigung noch Lied. Keine Denkmäler oder Gedichte über Krieg und Tapferkeit. Sein Wunsch war einfach. Vergesst uns nicht, sagte er zu mir. Das war seine Hoffnung. Sollte ein freier Mensch an jener Stelle stehen, in all den unzähligen Jahrhunderten, die noch kommen werden, so mögen es unser aller Stimmen von den zeitlosen Felsen flüstern. Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl. Und so starb mein König. Und so starben meine Brüder. Kaum ein Jahr ist es her. Die rätselhaften Worte meines Königs über Sieg beschäftigten mich noch lange. Die Zeit bezeugt seine Weisheit. Denn von freiem Griechen zu freiem Griechen verbreitet sich die Kunde, dass der tapfere Leonidas und seine 300, so fern der Heimat, ihr Leben nicht nur für Sparta opferten, sondern für ganz Griechenland und für das, wofür dieses Land einsteht. Nun, hier in der zerklüfteten Ebene von Platae werden Xerxes Horden für alle Zeiten durch uns untergehen! Dort kauern die Barbaren in ihrer Angst. Kalte Klauen des Schreckens umschließen sie. Ihre Herzen zu Eis gefroren. Sie wissen noch um die gnadenlosen Gräuel, die sie erleiden mussten, durch die Schwerter und Speere der 300. Und nun starren sie in dieser Ebene auf 10.000 Spartiaten, die 30.000 freie Griechen anführen. Au! Die Zahl der Feinde ist um ein lächerliches Dreifaches größer. Gute Aussichten für jeden Griechen. Heute nun befreien wir eine Welt von Aberglaube und Tyrannei und gehen einer Zukunft entgegen, die leuchtender ist, als wir ahnen können. Dankt ihnen, Männer! König Leonidas und den tapferen 300! Zum Sieg vorwärts!
Mann, ich sehe im Fight Club die stärksten und cleversten Männer, die es jemals gab. Ich sehe so viel Potenzial, wie es vergeudet wird. Herrgott, noch mal eine ganze Generation zapft Benzin, räumt Tische ab, schuftet als Schreibtischsklaven. Durch die Werbung sind wir heiß auf Klamotten und Autos, machen Jobs, die wir hassen, kaufen dann Scheiße, die wir nicht brauchen. Wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte, Leute. Männer ohne Zweck, ohne Ziel. Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Unser großer Krieg ist ein spiritueller. Unsere große Depression ist unser Leben. Wir wurden durch das Fernsehen aufgezogen in dem Glauben, dass wir alle irgendwann mal Millionäre werden, Filmgötter, Rockstars. Werden wir aber nicht. Und das wird uns langsam klar. Und wir sind kurz, ganz kurz vorm Ausrasten. Ich sag euch mal was. Es ist nichts vornehm daran, arm zu sein. Ich weiß, wie es ist, reich zu sein, und ich weiß, wie es ist, arm zu sein. Und ich ziehe reich sein vor, wenn ich die Wahl habe. Ja. Ja. Denn wenn ich schon Probleme habe, sitze ich als reicher Mann wenigstens auf dem Rücksitz einer Limo, trage einen 2.000-Dollar-Anzug und eine verfickte goldene 40.000-Dollar-Uhr. Los, Jungs! Schlagt euch drum! Verpasst ihm eine! Und wenn ihr jemand der Meinung ist, ich wäre oberflächlich oder materialistisch, dann besorgt euch einen Job in einem verfickten McDonald's, denn da gehört ihr dann verdammt nochmal hin! Aber bevor ihr diesen Raum voller Gewinner verlasst, seht euch nochmal genau die Person neben euch an. Na los! Denn irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft haltet ihr an einer Ampel in eurem zerbeulten alten Dreckspinto und genau diese Person steht plötzlich direkt neben euch in einem nagelneuen Porsche. Und einer wunderschönen Frau an der Seite mit beneidenswert pompösen Titten. Und neben wem sitzt ihr? Neben irgendeiner ungepflegten fetten Kuh mit 3 Tage Damenbart und ärmellosen Hausmütterchenkleid, eingequetscht zwischen euch und den Fressalien von dem Billiganbieter. Neben so einer sitzt ihr dann. Und jetzt hört mir genau zu. Habt ihr gerade euer Konto überzogen? Gut, nehmt den Hörer und fangt an zu wählen. Will euer Vermieter euch rausschmeißen? Gut, nehmt den Hörer und fangt an zu wählen. Hält eure Freundin euch für einen scheiß nutzlosen Versager? Gut, nehmt den Hörer und fangt an zu wählen. Ich will, dass ihr eure Probleme bewältigt, indem ihr reich werdet. Und alles, was ihr heute dafür tun müsst, ist den Hörer abzunehmen und die Worte zu sagen, die ihr von mir gelernt habt. Dann mache ich euch reicher als die fettesten Geldsäcke, die dieses geile Land jemals gesehen hat. Ich will, dass ihr da rausgeht und euren Kunden mit allem Nachdruck Steve Madden-Aktien so tief in den Rachen stopft, dass die Arschlöcher daran ersticken. Dass sie daran ersticken und bei euch 100.000 Anteile kaufen, das will ich von euch. Seid grausame Krieger. Seid gnadenlose Henker. Eine Armee von Telefonterroristen! Jetzt zeigen wir diesen Flachwechsel, wo es lang geht! Sag mal, für wen trägst du eigentlich diese schweren Steine durch die Gegend? Für Gott? Ist es das? Gott? Dann pass mal gut auf. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Insider-Informationen über Gott. Gott sieht gerne zu. Er ist ein Voyeur. Denk mal darüber nach. Er gibt den Menschen Instinkte. Er gibt euch diese außergewöhnlich fantastische Gabe. Und was tut er dann? Ich schwöre dir. Nur zu seinem eigenen Vergnügen. Als sein eigenes privates, kosmisches Schmierentheater. Verändert er die Regeln, dreht sie einfach um. Der größte Beschiss aller Zeiten, Kevin. Gucken, aber nicht anfassen. Anfassen, aber nicht kosten. Kosten, aber nicht runterschlucken. Und während ihr verzweifelt von einem Fuß auf den anderen springt, was tut er da? Er lacht sich seinen kranken, verfluchten Arsch ab. Er ist ein Spießer. Er ist ein Sadist. Er lässt euch allein hier unten so etwas verehren? Niemals! Lieber in der Hölle regieren, als im Himmel zu dienen. Ist es das?
Wieso nicht? Ich habe hier auf der Erde von Anfang an meine Finger im Spiel. Ich habe alle Empfindungen genährt und gefördert, zu denen der Mensch je inspiriert worden ist. Ich zeigte Interesse für seine Wünsche und ich habe ihn niemals verurteilt. Wieso? Weil ich ihn niemals zurückgewiesen habe, obwohl er all diese Schwächen und Fehler hat. Ich bin ein Fan der Menschheit! Ich bin Humanist. Vielleicht ja sogar der letzte Humanist. Wer, der noch bei Verstand ist, Kevin, kann mit reinem Gewissen leugnen, dass das 20. Jahrhundert allein mir gehört hat? Alles, was war, Kevin, alles, was war, gehörte mir. Ich bin auf dem Höhepunkt. Das ist meine Zeit, Kevin. Unsere Zeit. Liest du die Bibel, Ringo? Nicht regelmäßig, nein. Da gibt's eine Passage, die ich fast auswendig kann und die gut passt. Ezekiel 25, 17. Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Und ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, auf dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollbracht habe. Also, den Spruch bringe ich jetzt schon seit Jahren. Und wer immer ihn gehört hat, wusste, es geht um seinen Arsch. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, was er bedeutet. Ich fand einfach, das ist ein ziemlich kaltblütiger Spruch, den ich einem Wichser erzählen konnte, bevor ich ihn umlegte. Aber heute Morgen habe ich etwas gesehen, das mir zu denken gab. Verstehst du, im Moment denke ich, vielleicht bedeutet es, du bist der böse Mann und ich bin der rechtschaffene Mann. Und Mr. 9mm hier ist der Hirte, der meinen schwarzen Hintern im Tal der Dunkelheit beschützt. Es könnte auch bedeuten, du bist der rechtschaffene Mann und ich bin der Hirte. Und dass es die Welt ist, die böse und selbstsüchtig ist. Tja, das gefällt mir. Aber dieser Quatsch ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, du bist schwach und ich bin die Tyrannei der bösen Männer. Aber ich bemühe mich, Ringo. Ich verspreche, ich gebe das Beste, was ich kann, um der Hirte zu sein. Ihrem Anzug nach waren Sie in Oxford oder sonst wo und glauben wirklich, Menschen würden sich so kleiden. Aber Sie tragen ihn mit einer solchen Verachtung, dass ich vermute, Sie kommen nicht aus reichen Verhältnissen. Und das haben Ihre Studienfreunde Sie immer spüren lassen. Was bedeutet, dass Sie Ihr Studium bloß der Mildtätigkeit Dritter verdanken, daher Ihr Minderwertigkeitsgefühl. Und da Ihre Einschätzung meiner Person auf Heimkind hinauslief, vermute ich, Sie sind selbst eines. Oh, es ist wahr. Ich schätze diese Pokersache. Und es erscheint mir absolut schlüssig. Denn MI6 sucht labile junge Männer ohne soziale Bindungen, die andere über die Klinge springen lassen, ohne nachzudenken, um Krone und Vaterland zu schützen. Sie wissen schon, ehemalige SAS-Typen mit schlichtem Lächeln und kostspieligen Uhren. Rolex? Omega. Wunderschön. Da wir uns heute Abend erst kennengelernt haben, würde ich nicht so weit gehen zu sagen, dass Sie ein kaltschnäuziges Schwein sind. Nein, natürlich nicht. Aber es ist bestimmt keine abwegige Vorstellung, dass Frauen für Sie eher austauschbares Vergnügen bedeuten, denn ernsthaftes Engagement. Also egal wie charmant Sie sind, Mr. Bond, ich werde mein Augenmerk auf das Geld meiner Behörde richten, statt auf Ihren perfekt geformten Hintern. Ist er Ihnen aufgefallen? Selbst Buchhalterinnen haben Vorstellungskraft. Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen! Junge, wir leben in einer Welt voller Mauern und diese Mauern müssen von Männern mit Gewehren beschützt werden. Und wer soll das tun? Sie? Sie, Lieutenant Weinberg? Ich trage eine größere Verantwortung, als es für Sie überhaupt vorstellbar ist. Sie weinen um Santiago und Sie verfluchen die Marines. Sie genießen den Luxus. Sie genießen den Luxus, nicht zu wissen, was ich weiß. Dass Santiagos Tod zwar tragisch ist, aber wahrscheinlich Leben gerettet hat. Und dass meine Existenz, obwohl sie Ihnen grotesk vorkommt und unverständlich ist, Leben rettet. Sie wollen das nicht wahrhaben, denn tief in Ihrem Inneren, aber das sagen Sie nicht auf Partys, wollen Sie, dass ich an dieser Mauer stehe. Sie brauchen mich an dieser Mauer. Wir stehen zu Worten wie Ehre, Kodex,
Loyalität. Für uns sind diese Worte die Plattform eines Lebens, das wir leben, um etwas zu verteidigen. Für Sie sind das nur Sprüche. Ich habe weder die Zeit noch das Bedürfnis, mich hier zu verantworten. Vor einem Mann, der unter die Decke jener Freiheit schlüpft, die ich den Menschen täglich gebe. Und der dann die Art anzweifelt, wie ich das mache. Ich würde es vorziehen, wenn Sie nur Danke sagen und dann weitergehen würden. Andernfalls schlage ich vor, dass Sie eine Waffe in die Hand nehmen und die Wache übernehmen. Auf jeden Fall ist es mir vollkommen egal, was Sie denken, wozu Sie ein Recht hätten. Ihr seid noch da? Es ist vorbei. Ab nach Hause. Na geht. Ich